Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Kimga, heute mit einem hochinteressanten Thema für euch, das in letzter Zeit sehr häufig gefragt wurde, und zwar, was passiert im Falle eines Blackouts mit unseren Atomkraftwerken? Denn im Fall eines Blackouts haben die auch keinen Strom mehr und würden nicht mehr gekühlt werden. Und wenn ein Atomkraftwerk nicht gekühlt wird, gibt es eine Kernschmelze. Und das hat man halt in Fukushima gesehen, was da passieren kann, wenn es ganz dramatisch kommt. Und deswegen beantworte ich heute mal eine Frage zu diesem Thema. Was passiert da genau? Wie funktioniert das überhaupt? Ist das gefährlich für uns? Was tun die AKW-Betreiber gegen sowas? Gegen die Station Blackout, wie es bei denen heißt? Wie lange können die denn was dagegen tun? Und sind wir ab 2023 selbst, wenn alle Atomkraftwerke abgeschaltet sind? Und ich zeige euch weiterhin, wie man Strahlung messen kann, indem man ganz einfach aus seinem Handy einen Geigerzähler macht mit wenig Aufwand. Und wenn dich das interessiert, bleib einfach dran. Dieses Video musste echt lange recherchieren, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil es ist nicht so einfach, das ist auch nichts, was ich jeden Tag mit zu tun habe. Gut, beginnen wir mal damit, wie funktioniert denn eigentlich ein Atomkraftwerk? Eigentlich ist ein Atomkraftwerk nichts anderes wie früher ein Dampflok. Bei der Dampflok war Wasser drin, dieses Wasser wurde quasi erhitzt, unten durchs Feuer, und dadurch gab es einen Dampf und der hat die Turbinen angetrieben. Und hier beginnen wir mal, es beginnt also hier mit dem Primärkreislauf. Da haben die ganzen Brennstäbe drin und die erhitzen das Wasser auf 320 Grad bei 150 Bar Druck. In so einem Reaktor befinden sich ungefähr 80 bis 150 Tonnen radioaktiver Brennstäbe. Natürlich ist dieser Primärkreislauf stark radioaktiv, weil der ist ja direkt an die dran. Damit man die Radioaktivität nicht nach außen bringt, macht man das Ganze über einen Sekundärkreislauf, über einen sogenannten Wärmetauscher. Sprich, hier den Wärmetauscher wäre quasi der Primärlauf gekühlt und der Sekundärlauf wird eben quasi erhitzt. Und dadurch treibt er dann Generatoren an. Das heißt, wenn ihr euch das einfach mal so vorstellt, das ist jetzt mein selbstgebauter Motor aus meiner Lehrzeit. Hier sieht man also, das sind Magneten und hier läuft die Spule durch. Das ist zwar hier ein Motor, könnte man aber als Generator verwenden. Und der treibt quasi nur das an, dass das durchläuft. Und wenn die Spulen durch die Magnetfelder laufen, dann wird dadurch einfach Strom erzeugt. So simpel ist es. Jetzt ist es natürlich so, dieser Sekundärkreislauf, der muss ja auch gekühlt werden wieder, sonst würde ja alles immer heißer werden. Und deswegen haben wir einen dritten Kreislauf und das ist der Kühlkreislauf. Und ihr habt wahrscheinlich schon diese riesen Kühltürme gesehen, wo das Wasser dann durchläuft. Meistens haben Atomkraftwerke auch in der Nähe von Flüssen. Das heißt, dieses Wasser, das ist ja nicht mehr radioaktiv, nimmt man zur Kühlung des Sekundärkreislaufes her. Der wiederum kühlt den Primärkreislauf und der wiederum kühlt den ganzen Reaktor. Eigentlich ganz einfaches Prinzip. Das Problem ist jetzt, im Fall eines Blackouts, haben wir ja das große Problem, dass AKWs auch keinen Strom mehr produzieren, weil die Last viel zu gering wäre. Und die ganzen Kreisläufe sind natürlich mit Pumpen. Laufen natürlich mit Pumpen. Und diese Pumpen, wenn keinen Strom mehr kriegen, kann der Kühlturm nicht mehr kühlen. Damit kann der Sekundärlauf nicht mehr gekühlt werden und damit auch der Primärlauf nicht mehr. Und damit hätte man natürlich das Problem, wenn sie das immer mehr erhitzt und erhitzt, käme es zur Kernschmelze. Damit es aber nicht dazu kommt, gibt es 6 Barrieren, damit wir eben keine Radioaktivität nicht abkriegen. Das erste sind sogenannte Kristallgitter, die quasi um die Spaltprodukte selber haben. Und die, solange die intakt sind, ist es also so, dass man ungefähr sagen kann, die erhalten rund 90-95% der Radioaktivität, kommt da schon mal gar nicht durch. Die haben dann eingeschweißt in sogenannte Brennstabhüllrohren, wie es heißen, die sind aus Metall. Die sind gasdicht verschweißt und da bleibt eigentlich dann die ganze Radioaktivität drinnen. Zumindest zum allergrößten Teil. Das Problem ist natürlich, dass die durch die ganzen Reaktionen auch irgendwann mal so Haarrisse kriegen und dadurch könnte noch Radioaktivität etwas austreten.
Deswegen geht das Ganze weiter zu 5. Das ist der Reaktordruckbehälter mit den Rohrleitungen, die dann quasi zum Sekundärkreislauf laufen. Und dieser Reaktordruckbehälter besteht aus 20 bis 25 cm dicken Stahlwand, damit ihm hier die Radioaktivität nicht entweichen kann. Gut, dann geht es weiter. Punkt 4 ist es hier. Das ist quasi das thermische Schild. Das ist nicht komplett geschlossen, aber das nimmt quasi schon mal, damit die Hitze und die Radioaktivität nicht ausstrahlen könnte. Und oben drüber kommt in dann Punkt 3. Und Punkt 3 ist das Wasserbecken. Dieses Wasserbecken dient zur Abschirmung der Radioaktivität und gleichzeitig natürlich auch zum Kühlen. Und ihr seht, unten haben dann quasi so, wie soll ich sagen, so Wasserbecken auch nochmal, die haben in der Regel leer. Aber sollte es zum Überdruck kommen, dann kommt da das Wasser rein und kann dann sofort wieder hochgepumpt werden, damit man nicht hier irgendwann einmal das Wasser verlieren würde. Wir sind aber noch nicht am Ende. Es gibt da noch einen sogenannten Sicherheitsbehälter, der ist aus 4 cm dicken Stahl, manchmal auch Spannbeton, der quasi so ausgelegt ist, wenn da drin ein Leck ist. Dann im Reaktorkühlkreis, dann kann er das gesamte Wasser-Dampf-Gemisch mit allem, was darin enthalten ist, aufnehmen, ohne dass was passiert. Und als Nummer 1 gibt es eben dann noch den Außenschutz, die Stahlbetonhülle. Die ist halt da für einen Flugzeugabsturz gegen terroristische Anschläge, eigentlich für alles möglich, wenn da jemand mit der Panzerfaust draufschießen würde. All das würde der abhalten, damit hier innen drin nichts kaputt geht, und der ist halt nochmal zusätzlicher Schutz, falls alles andere nicht funktionieren würde. Der ist also circa 1,5 bis 2 Meter dick und würde ihm quasi auch radioaktive Materialien im Inneren zurückhalten, dass da quasi nichts durchkommt. Wir haben noch einen Punkt 9, das ist quasi so ein Überdruckventil. Wenn wirklich der Innendruck zu dramatisch werden sollte in dieser ganzen Thematik drin, dann würde hier quasi Druck abgelassen, der aber gefiltert wird, damit auch dort die Radioaktivität nicht rauskommen würde. Wir haben also, wenn man es so zusammenfasst, ein mehrstufiges, wie heißt es so schön, fehlerverzeihende Sicherheit. Es ist also ein Mehrbarrierenkonzept. Und mit gestaffelten Maßnahmen. Also selbst wenn dort mehr menschliches Versagen wäre, würde die eine oder andere Barriere dann einfach halten. Aber natürlich klar, es bleibt immer ein geringes Restrisiko, das man wirklich so minimiert hat, wie es nur irgendwie möglich ist. Und wir haben absolut hohes Maß an Sicherheit drin, und eigentlich kann nichts passieren, auch nicht mit menschlichen Fehlern wie in Tschernobyl damals. Auch sowas ist mittlerweile ausgeschlossen. Es müssten also schon wirklich mehrere Sicherheitsmaßnahmen, es gibt noch mehr, kämen dann später drauf, müssten alle nicht funktionieren, damit es wirklich zu einer Kernschmelze kommen würden. Was passiert jetzt aber wirklich beim Blackout, wenn kein Strom mehr da ist, der eben die Pumpen mit Strom versorgen kann? Die brauchen das. Die Atomreaktion läuft natürlich weiter und erzeugt weiterhin gewaltige Hitze. Nur die Kühlpumpen funktionieren halt nicht mehr. Die Wärmemenge ist aber so groß, dass die abgeführt werden muss. Sonst kommt es nämlich eventuell zur Kernschmelze. Und das Abführen geschieht, wie gesagt, mit elektronisch betriebenen Wasserpumpen. Und deswegen haben wir eben dort Diesel dabei, Notstromaggregate, die dann sofort diese Pumpen weiter betreiben, damit eben nichts passieren würde. Aber mal angenommen, die würden nicht funktionieren, es würde nicht mehr gekühlt werden. Dann könnte die Temperatur steigen und ab 900 Grad reagieren diese Brennstäbe mit Wasser. Und zwar zum Teil zu Wasserstoff. Und sobald hier mehr als 4% Wasserstoff in der Luft ist, dann ist das ein sogenanntes Knallgas und es könnte zu einer Explosion kommen. Das ist in Fukushima passiert. Damit es eben nicht passiert, gibt es natürlich mehrere Sachen. Zum einen wird der ganze Raum mit Stickstoff geflutet, damit kann er nicht explodieren. Und es sind sogenannte, wie heißen die, Rekombinatoren drin, die quasi den Wasserstoff wieder in Wasser umwandeln würden, die haben automatisch mit verbaut, damit dieses Thema eben kann eigentlich in Deutschland fast nicht vorkommen. Also da müsste schon wirklich alles zusammenkommen. Was bei der Kernschmelze sonst passieren wird, es wird immer heißer und es wird sich dann irgendwann durch den Boden schmelzen, und damit könnte es natürlich das Grundwasser etc. verseuchen, was auch nicht gut wäre für uns oder gar nicht gut.
Damit das aber alles nicht passiert, hat zum Beispiel das AKW Isar 2 vier große Dieselgeneratoren, die die Pumpen ganz normal weiter betreiben. Das ist mal Punkt A. Punkt B würde dann sofort die Brennelemente wieder eingefahren, das heißt die Reaktion stark reduziert. Das geht also relativ schnell, sodass die, ich glaube, irgendwas um die 93% würden sofort wegfallen und es bleiben nur rund 7%, die quasi die Reaktionen weiterhin haben. Nur 7% sind 290.000 Kilowatt. Nur mal zum Vergleich. Ich habe euch mal diesen Gasheater vorgestellt, ist schon eine Zeit lang her. Und dieser Gasheater hat 1,3 Kilowatt und damit kann ich einen Raum heizen. Und das heißt, von denen hätte man wahrscheinlich irgendwo 230.000 solche Gasheizungen haben dort immer nur beieinander. Also es heizt nach wie vor auf. Nach einem Tag Kühlung haben wir nur bei ungefähr 0,6%, das sind dann nur noch 25.000 Kilowatt. Und nach einem Monat haben wir nur bei 0,17% roundabout, das sind immer noch 7.000 Kilowatt. Und das ist der Grund, warum die über Jahre hinweg gekühlt werden müssen. Das ist auch der Grund, warum 2023 die Gefahr noch lange nicht gebannt ist, sondern es kann noch 5 bis 15 Jahre so weitergehen, dass die Gefahr nach wie vor da ist. Jetzt ist es natürlich so, wie lange halten denn diese Dieselaggregate? Früher hieß es, bis zu 72 Stunden brauchen die Diesel dafür, müssen es vorrätig haben. Mittlerweile ist es eine Woche. Und danach müssen sie mit Diesel wieder gefüttert werden, sonst haben wir ein großes Problem, wenn bis dahin der Strom nicht wieder da ist. Zweites Problem ist natürlich, das kennt jeder, es hat jeder schon mal Autopanne gehabt mit seinem Diesel. Und das kann natürlich hier auch passieren. Wir hatten das zum Beispiel erst vor einiger Zeit, dass hier ein Diesel ausgefallen ist, da ist der Stecker erodiert. Ist nichts Dramatisches, ist wahrscheinlich in 0, nichts gerichtet gewesen. Aber das sind natürlich so Sachen, deswegen hat man auch nicht einen, sondern man hat vier, damit eben, falls zwei ausfallen würden, hat man immer nur zwei. Damit hier in Deutschland eben nichts passieren kann. Also die deutschen AKWs sind da sehr gut ausgestattet, die französischen eher nicht so. Also die Deutschen machen mir wenig Sorgen, vielmehr machen mir die französischen oder die tschechischen, weiß ich jetzt nicht, ich kenne nur die Statistik von den französischen und da haben man ganz viele ganz mangelhaft. Gibt es denn einen Schutz davor? Ja, es gibt Katastrophenpläne zu dem Thema. Und da gibt es echt was Cooles. Und zwar habe ich hier mittels diesem kleinen Gerät, da steckt man nur hier einen Kopfhörer mit ein, aus meinem Handy einen Geigerzähler gemacht. Und wenn ich einen Großteil über die Radioaktivität nehme ich beim Atmen durch den Staub in der Luft ein, das setzt sich in der Lunge ab und strahlt dann von innen die ganze Zeit durch.